Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Werner Bergengrün, Die Bergstraße. Wer die Bergstraße südwärts reist, der hat zur Rechten die Rheinebene, zur Linken die Kette der Odenwaldberge. Nicht sehr weit hinter Darmstadt beginnt das Gebiet des Waldes, der Berge und der Burgen, in das hier oben noch ein düsterer Streifen sandigen Kiefernlandes hineinreicht. Da reiht sich eine Herrlichkeit an die andere. Fahrt oder Wanderung werden zu einem einzigen Freudenlachen. Die Berge treten näher, doch bleibt noch Raum für eine Kette von Vorbergen, und die sind es, welche die Burgen und Schlösser tragen. Sanft recken sich die Ansiedlungen zu ihnen hinan. Jeder einzelne dieser Orte ist eine Verlockung, anzuhalten und zu bleiben, sich in den Gasthausgarten eines freundlichen Städtchens zu setzen oder bergan in den Wald zu steigen auf eine der Burgen, von denen der Blick weit über den Rhein trägt, einzubiegen in eine der seitlichen Talmündungen oder sich zu verlieren in den stillen alten Anlagen. Im Februar blühen die Mandeln, Pfirsiche und Aprikosen folgen, und von da ab nimmt das schaumige, zartflockige Farbengewölk bis in den Winter kein Ende.